Schutz des Lebensraums und ausreichend Nahrung sind für den Fortbestand bedrohter Arten unerlässlich. Das gilt auch für diesen Gecko, den Wiesmann GTM F5, eines der letzten reinrassigen Sportcoupés. Ja, bist du verrückt. Seit 1988 fertigen die Wiesmänner ihre Traumwagen. In jedem einzelnen stecken 350 Stunden Handarbeit und BMW-Technik. Motor und Getriebe des MF5 kennen wir aus M5 und M6. Das bayerische Propellerherz verhilft zur Rennstreckentauglichkeit. 310 Topspeed. 3,9 Sekunden von 0 auf 100. 507 PS machen ordentlich Dampf. An der Antriebswelle zerren 520 Newtonmeter. 5 Liter Hubraum treffen auf gerade mal 1395 Kilo. Preis unseres Testwagens? Stolze 209.000 Euro. Also bisher habe ich noch nie so viel arbeiten müssen in einem Auto, um schnell Auto zu fahren. Der Wiesmann ist das erste Auto, das ihm wirklich alles abverlangt. Und ich finde es einfach absolut gelungen, die Form, ein bisschen Aggressivität mit drin, schöne runde Kurven, eine Komposition, wo man den Jungs einfach nur sagen muss, abgefahren. Ich würde sagen, bring jetzt noch die Semislicks richtig auf Temperatur. Die 275er Cup-Reifen haften auf dem Asphalt wie der Gecko an der Wand. ...201,48 km/h sind neuer Topspeed-Rekord. Aber noch ist die Runde nicht zu Ende. Der selektive Teil wird den Ausschlag geben. Diese Fahrmaschine sieht nicht nur giftig aus, sie ist es auch. Mein lieber Kokoschinski, 1,660. Er hat es geschafft, er ist der neue Spitzenreiter im Tracktest Look Driving Center.